Und hiermit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bridge hier bei Nordrhein-TV Play mit mir, dem Zengis. Ja, wieder diese Musik, diese entspannende. Aber nach dem, was alles vorgefallen ist, bis es wirklich zu dieser Aufnahme gekommen ist, ja, danach brauche ich auch diese Musik, diese entspannende, wohltuende, erotische Musik. Nee, erotisch lassen wir weg. Nee. Auf jeden Fall, es ist viel passiert. Ich habe gebaut, es ist alles wieder zusammengefallen und so weiter und so weiter. Im Hintergrund sieht man übrigens schon Medium 2, also weiter als ich eigentlich, ja. Weil ich habe aufgenommen, ich habe wieder die Aufnahmen gelöscht, weil ich es dauerte und ich habe mich zustande bekommen. Und irgendwann habe ich mir dann die Lösung angeguckt und dann, ja, und so weiter und so weiter. Und dann habe ich vergessen aufzunehmen. Ach, es war alles grauenhaft. Aber jetzt drücken wir einfach auf Fortfahren. Weil dann sehen wir meine wunderschöne Konstruktion von der Brücke, die wir jetzt gerade schon hier im Hauptmenü gesehen haben. Zurück zu den Anfängen, nur wesentlich komplexer. Bauen Sie eine lange Straßenbrücke ausschließlich aus Eisen und leichter Fahrbahn. Wunderbar, das habe ich sogar hinbekommen. Es sieht zwar grauenhaft aus, aber gut. Ja, ich werde die jetzt nicht mehr auseinanderbauen und nochmal neu konstruieren, weil das wäre echt zu viel Aufwand für mich. So, man sieht, es ist alles rot und es knirscht und es knarzt. Ja, aber es geht. So, ne? Jetzt gehen wir nämlich nochmal ins Hauptmenü, weil da möchte ich euch das Problem, was ich bei... Müsste es gewesen sein. Ich hoffe, dass es das gewesen ist. Aber auf jeden Fall das Problem mit der Hubbrücke. Oder Klappbrücke, wie es hier heißt. Ich hatte die ja wunderschön gebaut, ne? Ich hatte da wirklich, ne? Ach, jetzt geht das wieder los. Hier im Hafen, ne? Boah, diese Musik, das erinnert mich jetzt wieder an die traumatischen Ereignisse, die während der Aufnahme so hin und wieder geschahen. Es war wirklich sehr schlimm. Also, das ist erstmal schön und gut, ne? Und dann hatte ich mal eine Lösung gesehen. Erstmal, liebe Entwickler, ne, ihr habt es wirklich geschafft, ihr habt mich in den Wahnsinn getrieben. Aber ich denke, bei so einem Denk- und Knobelspiel darf das auch mal ruhig passieren. So, also dann hatte ich in die Lösung geguckt. Ich hatte es mir einmal nur kurz angeguckt, wie die Konstruktion aussieht. Das sah dann ungefähr so aus. Ja, so, das war's, glaube ich. Genau, jetzt ist alles grün und so, ne? Das Problem hatte ich auch schon so ähnlich, nur dass ich da eine eigene Konstruktion hatte. Und nicht die eigentlich vorgegebene, sag ich mal. Das Problem hatte ich auch schon in der letzten Folge. Also Autos fahren natürlich drüber, das ist kein Thema. Also das geht wirklich locker easy über die Bühne hier. Aber dann hatte ich das Problem. Ich zoome mal etwas näher dran, dann kann man es besser sehen. Jetzt kommt die Hydraulik. Ja. Ne? Ja, da habe ich mir auch immer wieder applaudiert und ich habe gebaut, ich habe die verschiedensten Konstruktionen gebaut, da nochmal, ja. Was soll ich sagen? Danke für den Tipp, auch wenn es mir nicht geholfen hat, dass ich mich vielleicht an die Londoner Tower Bridge halten soll, so als Vorbild. Weil das hat auch nicht geklappt, aber jetzt weiß ich auch warum. Vielleicht hätte ich die sogar bauen können, aber ich will jetzt lieber bei dieser Konstruktion bleiben. Weil ich hatte ja hier die ganze Zeit schon diese Knöpkes, da wusste ich nicht, was bringen die mir eigentlich. Und jetzt kommt's. Dann macht man hier nämlich einen roten draus und da einen gelben und da einen gelben und siehe da, zack. Okay, jetzt fahren erstmal die Autos drüber. Ja, bei diesen komischen Punkten, die man da hinsetzen kann, handelt es sich um Trennstellen und Wendepunkten. Ne? Die muss man nicht berechnen wie in der Mathematik, sondern die kann man einfach da hinsetzen, das reicht. Und dann geht das folgendermaßen, zack, bumm und jetzt kommt die Hydraulik und... Oh, boah, ich war so happy, echt. Because I'm happy, nein. Ja, und dann hat es endlich mal geklappt. Endlich. Es hat lange gedauert, sehr lange. Aber gut, so sieht es schon schöner aus. Und dann kommt wieder das Schiff. Oh, jetzt können wir mal, wenn wir jetzt nach vorne gehen, dann sieht das so aus, als wären wir auf dem Schiff drauf.
Pöck, pöck. Ja, so, dann kann nämlich auch das Schiff durchfahren und plopp, weg ist das Schiff. Und jetzt geht die Brücke auch wieder zu. Ich bin so fasziniert von dieser Sache, dass ich das geschafft habe. Ja. Halt nur ohne Hilfe ging es irgendwie nicht. So, jetzt klappt die wieder komplett zusammen. Rums. Und jetzt kommen die Autos wieder drüber. Gelb, rot, gelb, grün, weiß, blau und so weiter und so weiter. Alle meine Farben, schön. So, der Kran ackert da weiter. Genau, wir können ja hier. Hier ist auch die Lok, ne? Diese, wenn man hier ganz weit wegzoomt. Wunderschön, ne? Ja, so, dann nicht weiterspielen, sondern jetzt gehen wir wieder zurück ins Hauptmenü. Spielen. So, dann kann ich euch vielleicht mal wirklich was zeigen von dem Spiel, weil dann haben wir jetzt schon Medium 3, meine Güte. Bis Extreme schaffen wir es vielleicht nicht, oder ich, ne? Ich bin ja hier der Hampelmann, der das spielt und der hier die Nerven verliert und... Ach Gott, ich weiß es nicht. Bei dieser Klappbrücke müssen sie anders herangehen, denn dieses Mal stehen Schubhydrauliken zur Verfügung. Verstehe ich das jetzt gerade richtig? Das wäre cool, wenn das funktionieren würde. Also wir müssen eine Brücke bauen, die Schub, also theoretisch drücken die dann da das hoch. Das klingt nicht schlecht. Das will ich machen. So. Ja, okay, Fahrbahn reicht nicht. Scheiße. Da fängt das Debakel schon wieder an, echt. Ich sag's euch, das ist immer das Gleiche. Ich kenne meine Pappenheimer. So. Aber das würde nicht halten. Ja, ich bin nur gerade laut am Überlegen, ne? Also nicht wundern hier. Wohl? Ah, wenn man sowas macht. Ich möchte jetzt nur mal ganz kurz... nee, falsch. Das fällt einfach ab. Das darf doch nicht wahr sein. Ach so, da waren gar keine Befestigungen wahrscheinlich dann. Und da muss man das wieder irgendwie... Tatsächlich, keine Befestigungen. Ich möchte nur mal ganz kurz was sehen. Ja, okay, die Fahrzeuge kommen so auch nicht drüber. Wie geht man denn davor? Wir haben Schubhydraulik. Also ich hätte schon eine Idee. Wir basteln hier sowas hin. Dann müssen wir ganz kurz hier lang gehen. Dann können wir nämlich hier das stabilisieren. Dass das uns auch ja nicht auseinanderfetzt. Dann könnte man hier theoretisch einfach... Wie gesagt, theoretisch, ne? Aber wir haben nur ganz viele von diesen Stahlkonstruktionsdingern da. Das macht mir... Also von diesen KS-Dingern da, ne? Immer schön an Dreiecke denken, ne? Also es sieht schon mal nicht schlecht aus, finde ich. Haben wir da schon einen Wendepunkt reingehauen? Ja, haben wir. Dann da eine Trennstelle. Bin ich mal gespannt, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Wahrscheinlich nicht. Zumindest stehen die Chancen meiner Meinung nach sehr schlecht, dass es so ist. Ja, obwohl... Also die Fahrzeuge werden, glaube ich, rüberkommen. Wäre ein bisschen peinlich, wenn die da nicht drüber kommen. So, und jetzt kommt dieser entscheidende Moment.
Ja, okay, ich habe wieder irgendwas falsch gemacht. Irgendwas habe ich wieder kaputt gemacht. Machen wir nochmal hier Trennstelle. Ja, schön, ne? Also, ich bin hier wieder am Verzweifeln, man merkt es, ne? Minimal. Wieso hebst du das nicht an? Ich bin Batman. Nein. The fuck? Oder soll ich das vielleicht... Ich weiß es doch auch nicht. Ich weiß es doch auch nicht. Was ist, wenn wir hier die Wendestelle hinmachen? So, gelb und gelb und gelb und grün mit Stab und Klingen soll ich euch einen Scheiße singen. Also das würde ich jetzt gerne tun. Ich würde jetzt hier gerne rumragen, aber ich habe das schon hinter mir, wie gesagt. Ich bin schon ausgerastet und das wollte ich euch auch nicht antun hier. Immer diese Schub, Hub, was auch immer Brücken. Wie sollen wir vorgehen? Wie sollen wir vorgehen? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Vielleicht so. Oh, sieht schon mal, ne, sehr gut aus, finde ich. Das sieht scheiße aus, ganz ehrlich. Wie soll da gleich ein Schiff durchkommen? Ja, die Autos fahren drüber, das weiß ich schon. Das ist nichts Neues für mich. Dass da Autos drüber fahren, das kriege ich inzwischen schon, finde ich zumindest, recht gut hin. Ich glaube, die Brücke ist zu schwer. Also das ist Kunst. Seht ihr diese Installation, dieses Meisterwerk, das könnte... Aha. Und dieser Sound dazu, das ist wirklich eine Installation. Sowas findet man nicht in jedem Museum. Es ist exklusiv hier für euch, ne? Diese dreieckige, das will einen was sagen. Das ist, ne? Hohe Kunst. Nee, das ist Kacke, ist das. Also jetzt überlege ich wieder, was gibt's denn da für Vorbilder? So, was könnte man denn da machen? Ja, ich weiß, es ist gerade einfach, ich bin in so einer Phase, ich weiß nicht, dieses Spiel, es regt mich so auf, aber auf der anderen Seite, wenn es mich wirklich aufregen würde, würde ich das nicht mehr spielen. So einfach ist das, aber deswegen, liebe Entwickler, wenn ich mich über euch aufrege, dann ist es eigentlich nur nett gemeint, weil sonst würde ich das Spiel einfach, ne, sonst wohin schieben. Egal, und was ist, wenn wir das als Ganzes anheben? Das ist natürlich auch wieder ein wahnsinniges Unterfangen, was ich hier wieder vorhabe. Also quasi so und so. Dann da unten die... Lassen wir uns mal da kurz eine Konstruktion. So. Müssten wir... Das theoretisch noch stabilisieren. Und dann, wo setzen wir denn dann die Trennpunkte hin? Da ein und da ein, oder wie? Ja. Of course, of course. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Oh, das geht sogar. Eider aus. Boah, die... Nein! Nein! Nee, verlass mich nicht. Das muss ich nochmal machen, tut mir leid. Das sieht so lustig aus. Ich zoome jetzt mal hier an die Stelle dran, weil das sah echt sehr witzig aus, fand ich. Zumindestens. Ich weiß nicht, wie euer Humor ist. Vielleicht findet ihr sowas nicht lustig. Guckt euch das doch mal an. Och, das ist auch immer an. Mein lieber Johann, was ist denn da wieder los? Nee, das war nichts, aber die Idee war gut, doch, ja. Aber man kann auch mit AWSD hier steuern. Gut, dass ich das jetzt erst merke, weil jetzt hatte ich immer wieder irgendwie so komisch mich da, ne? So zwischen Maus und Tastatur, weil, naja, egal.
Das geht also nicht. Vielleicht wenn wir da eine Trennstelle und da eine hinbasteln. Und das dann, ja, ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Mir hat sozusagen die Sprache verbrückt. So. Also ich bin echt hier... Nennt es, wie ihr wollt. Ich verstehe es auch nicht, wieso... Hallo? Ich will da keinen Wendepunkt, lieber Mann. Jo. Ja, ich weiß nicht, was ich hier jetzt... Also echt, tut mir leid, das ist hier wieder alles. Jetzt mache ich wieder alles weg, weil das hat keinen Sinn. Theoretisch müssten wir so eine Klappe... Obwohl, Moment, jetzt möchte ich noch einen Versuch. Gib mir noch einen Versuch, ja? Bitte. Also, wir könnten hier das bauen und das brauchen wir da nicht. Und dann könnten wir hier erstmal die Straße bauen. Die leichte Fahrbahn, ja, so leicht ist sie wahrscheinlich auch nicht. $500 schwer, ne, pro Meter. So. Wir können quasi nur hier unten bauen, weil... Alles andere würde keinen Sinn ergeben. So. Das würde zum Beispiel nicht halten. Das weiß ich jetzt schon. Und ich verstehe auch nicht. Warum denn nur? Warum? Hü? Ja, okay, das wollte ich jetzt zwar eigentlich nicht, aber... Geht auch. Geht klar, Leute. So. Weil das sieht... Oh, ich habe was... schwerwiegender Fehler, ne? So, da müssen wir da noch eine Trennstelle hin basteln. Leute, es reicht, es reicht. Das kann doch nicht so gedacht sein, oder? Ja, sieht aber gar nicht mal so schlecht aus, finde ich. Ach Gott, ich krieg hier die Krise. Ja, die Autos kommen jetzt wahrscheinlich auch drüber, aber jetzt gleich kommt wieder der spannende Moment. Und wenn das jetzt nicht klappt, dann höre ich hier erstmal auf. Dann war's das mit dieser Folge. Ich sag nichts dazu. Ich sag einfach nichts dazu. Also, es geht auf, gut, aber ob's zugeht, das ist die andere Sache. Oh, wie weit es aufgeht. So, Hydraulik auf, hat leider nicht geklappt. Und dann würde ich sagen, beendige ich hier mal mein klägliches Versagen. Schreibt mir Tipps und Tricks zu diesem Spiel auf. Ich will nicht wieder in die Lösung gucken müssen, weil das ist echt peinlich. Aber es ist mir auch so peinlich. Aber warum tue ich mir das eigentlich an? Ja, genau. Weil es macht irgendwie doch Spaß. Aber das ist wieder so ein Spiel. Ich weiß nicht, ich will es eigentlich nicht, aber es macht Spaß. Ach Gott, ich höre... Bis dann, tschüss.